Doră, v-am zis! Dalil, șamponul preferat al copilului. Weise, gütig und gebildet. Ja, aber auch schön. Darum sollte es aber nicht gehen. Ich gehe jetzt wieder spielen. Bis später. Warte, ich komme. Das ist doch... Au! So schön ist sie nun auch wieder nicht. Sag deinen Eltern lieben Dank. Dir gefallen? Und wie? Was die Natur den Kräutern für Kräfte geschenkt hat, ist unglaublich. Es ist die Kraft des Lebens selbst, die durch sie wirkt. Hier. Hiermit kannst du dein Wissen weiter vertiefen. Baron! Eure Hoheit wünscht mich zu sprechen. Nun ja, bitte sehr. Euch ist doch sicher nicht entgangen, dass ich große Stücke auf euch halte. Majestät. Ihr seid ein Mann von Stand und Welt, mit Stil und einem ausgesprochenen Hang für alles Schöne. Mit einem Wort, ihr seid genau der Richtige für meine Tochter. Ich? Baröchen! Ah! Das ist zu viel der Güte. Ach, seit wann denn so bescheiden? Da bin ich! Baröchen! Seht doch, seht! Sansac. Allez hop. Allez hop. Oh, bravo, bravo. Deine Sansac. Und ein Leckerli für meinen wilden Löwen. Ach, Prinzessin. Dann Augen zu. Augen zu. Überraschung! Ist er nicht wunderschön? Ganz reizend. Und wie für ihn gemacht. Gefällt er dir? Ja. Doch, dann bekommst du auch einmal klönöse Spektakel. Ich muss ja schon wieder. Plié, relevé, chassé. Adieu. 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 Ah, ihr Glücklicher. Gleich nächste Woche dürft ihr sie zur Frau nehmen. So schnell. Auch wenn es mir das Herz bricht, das kann ich nicht annehmen. Wie? Nun ja, eure Tochter verdient einen Prinzen, nicht so einen einfachen Baron wie mich. Ja, leider sind die nur schon alle versprochen. Mir ist zu Ohren gekommen. Prinz Arthur interessiert sich für sie. Ich denke nur für seine Bücher. Nein, 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 keineswegs. Er kann an nichts anderes denken als an eure Tochter. Hört man. Nun gut. Ich gebe euch 2 Wochen. Lehnt er ab. So werdet ihr der Glückliche sein. Willi? Mhm. Hör doch mal. Ja. Gleich den Vögeln sollen wir fliegen. Uns in weite Lüfte heben, schweben, tauchen wie die Fische, denn des Menschen Geistes Frische bleibt. Hörst du überhaupt zu? Hm? Ja.
Denn des Menschen frische Wische? Geistesfrische bleibt doch unermesslich. Moment, was soll denn das? Genug gelesen. Vater! Ich dulde es nicht länger, dass du mit diesem Schund die Zeit vergeudest. Das sind Werke voller Wissen, voll großartiger Ideen, voll wunderbarer Poesie. Verzeihung. Geh jagen. Regiere. Such dir endlich eine Frau. Wie soll ich denn ohne meine Bücher leben? Du bist zu spät. Ich wurde aufgehalten. Ja. Im Kloster. Wieder diese Bücher. Mit deiner Leserei schadest du dir nur. Der Sohn vom Gerstnerbauer war hier. Der Kurt? Er ist ein anständiger Bursche. Und er ist gut gebaut. Er wäre dir ein guter Ehemann. Rechtschaffen und fleißig ist er. Es gibt nichts, worüber ich mit ihm reden könnte. Hier zu mir. Jetzt wieder zurück. Sieben schön. Ja, ja, Robin. Nett von dir. Ja, was? Hallo, sieben schön. Willst du nicht zur Arbeit kommen? Pass doch auf! Entschuldigung. Gnade mir Gott, dass Arthur zustimmt. Ich bin noch nicht das Püppchen dieser Prinzessin. Immerhin könntet ihr eines Tages König werden. Oh, wer will das schon? Regieren? Ich bin für das Vergnügen. Jagd nach dem Schönen, dem Einzigartigen. Erobern möchte ich. Eine unberührte Rose pflücken, die mir ihren Dornen zeigt. Die schönste der Schönen soll die meine sein. Schön wie die strahlende Sonne. Schön wie ein funkelnder Stern. Schön wie sie. Oh. Wohin des Wegs, mein schönes Kind? Zum Kloster. Baron von und zu Wildungen. Mit wem habe ich die Ehre? Verzeiht, ich muss los. Nicht bevor du mir deinen Namen sagst. Siebenschön. Siebenschön. Ich Untertreibung. Du solltest 100 schön heißen. 1000 schön. Was sag ich? Kein Name beschreibt, wie wunderschön du bist. Die Schwester Oberin wartet. Das soll sie doch. Sie hält sich für was Besseres. Schaut keinen auch nur an. Ich hingegen könnte euch viel erzählen. Dann sagt mir, wo sie wohnt. Was nützt mir meine Schönheit, wenn ich nur übel hab mit ihr? Die Schönheit ist Geschenk und Fluch zugleich. Einmal öffnet sie dir eine Tür, ein anderes Mal steht sie dir im Weg. Ich möchte mehr als nur eine schöne Hülle sein. Weil du klug bist, mein Kind. Äußere Schönheit vergeht, dein Wissen bleibt. Aber sei unbesorgt. Du bist mehr als Hülle. Und deine Schönheit leuchtet aus dem Herzen. Denn da? Hm. Schmeckt es euch? Hm. Die Kugeln halten Bücherwürmer fern. Hm. Hm. Philosophie, Botanik, Sternenkunde, Willi, das nenne ich keine Bibliothek. Oh, Verzeihung, ich... Eure Majestät... Ich habe euch schon erwartet. Hab Dank, dass ich euer Gast sein darf. Ihr seid mir immer. Immer willkommen. Das ist zu gütig. Heilkunde. Welch verborgene Kunst. Es gibt noch mehr darüber. Was zum Kloster? Oh, oh. Peter. Ich? Noch ein und? Noch ein!
Sowas schimpft sich Königsburg. Was haltet ihr von Poesie? Allein bei ihrem Namen bebt mein Herz. Wenn sich nächtens müde Nebel über ihre Wipfel legen, sinken Täler ein in Sterne. Physik, Mechanik. Ja, bitte. Weltgeschichte. Unbedingt. Endlich kann ich wieder lesen. Ihr seid der Prinz. Was hielt euch davon ab? Mein Vater hält nicht viel von Büchern. Das Einzige, was er liest, sind die Leviten. Und zwar mir. Ging es nach meinem, dürfte ich nur Trauben lesen und wüsste nichts. Nur ein einziges Buch ist mir geblieben. Mein Notizbuch. Wie aufregend. Wollt ihr es sehen? Welch kluge Frau. Ja, nur weshalb hat sie sich verschleiert? Gute Frage. Was für ein schöner Mann. Und so gescheit. Er ist der Prinz. Und du bist ein kluges Kind, das soeben sein Herz verloren hat. Der Schleier mag mein Antlitz verbergen, doch nicht meinen Stand. Der Baron von und zu Wildungen. Majestät. Mein Rücken bringt mich um. Was führt euch zu mir? Ein Angebot, das ihr nicht ablehnen solltet. König Johann wünscht sich nichts sehnlicher als seine Tochter, die edle Prinzessin Cilly, mit eurem Sohn Prinz Arthur zu vermählen. Prinzessin Cilly? Ist die nicht ein bisschen Tüdelü? Oh. Entschuldigung, ich weiß nicht. Tüdelü? Sie ist ein Engel. Züchtig, gottgefällig und bescheiden, wie keine zweite. Nicht wahr? Ja, also, ich habe anderes gehört. Der Rücken kann einem üble Pein bereiten. Besonders, wenn die schwere Mühe des Regierens auf ihm lastet. Wünscht ihr euch nicht, dass euer Sohn heiratet und die Geschäfte übernimmt? An eurer Stelle wäre ich ja vorsichtig. Ich meine, sie ist ein einfaches Mädchen. Und das dürfte eurem Vater jetzt nicht so gut gefallen. Willi, nichts, was ich tue, gefällt meinem Vater. Und wenn sie Pockennarben hat? Pockennarben? Ja, irgendwie entstelltes oder so. Kann doch sein. Weiß man nicht. Da seid ihr ja! Prinz Arthur? Ellie. Was habt ihr da? Oh, es trägt noch keinen Namen. Aber es ist eine Art Ein-Mann-Doppelrad. Gefällt es euch? Das ist die Zukunft. Eine mögliche Art der Fortbewegung ohne Pferd. Und für jedermann erschwinglich. Aber das ist erst der Anfang. Bitte. Die Sache scheint komplizierter als gedacht. Ja. Den König klopfe ich weich. Oh. Mach's gut, Korn. Und sieben schön. Im Handumdrehen. Welches Weib kann Schmuck schon widerstehen? Wenn ihr zu sieben schön wollt. Sie ist nicht da. Welches Gerät würdet ihr entwickeln, wenn ihr könntet? Ich? Vielleicht eine Medizin, die alle Leiden heilt. Ihr wollt den Menschen Gutes tun? Und eine Apparatur, die allen Menschen Wissen bringt. Welch schöne Utopie. Ich würde ein Gerät erfinden,
das mich mit euch sprechen ließe, ganz gleich über welche Distanz. Undenkbar. Und ein Vehikel, das schneller führe als jede Kutsche. Und eines, das mich fliegen ließe wie eine Libelle. Wo fliegt ihr hin? Mal flüge ich hierhin, mal flüge ich dorthin. Und wenn mir etwas gefiele, dann hielt ich mitten in der Luft an und betrachtete die Welt von oben. Kämet ihr mit? Flügt ihr wohl auch zum Mond und zu den Sternen? Wohin ihr wolltet. Dann käme ich mit. Was war denn das? Das ist ja der Prinz. Mit wem trifft er sich da? Sieben schon. Ich würde so gerne euer Antlitz sehen. Ich muss nun gehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Werden wir uns morgen wiedersehen? Schade. Die Schönste der Schönen ist schon vergeben und der Prinz gleich dazu. Bleibt für euch wohl nur Prinzessin Cilly. Das wird sich zeigen. Ich bekomme stets, was ich begehre. Und wenn nicht, wollen wir wetten. Ihr wolltet mir sprechen? Was glaubst du, wer du bist? Wovon redet ihr? Erst vergoldest du deine Zeit mit Büchern. Nun kommt auch noch eine Bauernmagd hinzu. Wer hat euch das gesagt? Das tut ja nichts zur Sache. Sucht ihr eine Frau von Stand? Sieben Schön ist edler als jede Dame, die ich kenne, und klüger obendrein. Sieben Schön, Sieben Schöne. Ich sagte, sucht ihr eine Frau von Stand. Sonst werde ich es für dich tun. Mein Herz ist ihres. Das könnt ihr nicht verbieten. Bleib stehen! Ihr seid sehr nachsichtig, Majestät. Das mag nobel von euch sein, wiewohl es selten von Erfolg gekrönt ist. In eurem Alter hätte ich ihm die Flausen spielend ausgetreten. Ich helfe euch gern dabei, dass er das dumme Mädchen schnell vergisst. Meint ihr vielleicht, ich könnte das nicht allein? Ich habe euch was zu sagen. Na, wer ist es? Woher weißt du? Das ist doch nicht zu übersehen. Prinz Arthur. Das ist Frevel. Oh, barmherziger, das geht nicht gut, mein Kind. Das ist der erste Mann, der mich versteht. Prinz, verstehe ich. Diese Bücher lassen dich deinen Stand vergessen. In deinem Alter lässt die Schönheit noch Träume zu. Glaub mir. Heute bin ich froh, dass ich mich für Vater entschieden habe. Ist es denn falsch, nach Glück zu streben? Das kann kein gutes Ende geben. Sieben Schön. Mein Vater will nicht, dass wir uns länger sehen. Weshalb? Weil ich der Prinz bin. Und was wollt ihr? Was zählt schon, was ich denke? Mein Vater duldet es auch nicht, doch das ist mir gleich. Ich möchte, dass du fortan bei mir bist. Du bist meine Prinzessin. Und wenn ich hässlich wäre? Ich möchte deine Stimme nicht mehr missen. Deine Klugheit. Dein Zauber. Hm.
verbergen. Ich wollte nur ganz sicher gehen. Oh. Wo ist eure Tochter? Die ist nicht hier. Glaubt ihr sie versteckt? Welch Interesse habt ihr an meiner Tochter? Ein Befehl des Königs? Glaubt mir, ihr werdet sie hier nicht finden. Was soll das? Das lasst ihr besser bleiben. Wir sind immer gute Untertanen unseres Königs gewesen. Sie ist nicht hier. Nun sagt mir, wo sie steckt. Fast alle haben auf den Feldern gearbeitet. Der Weg zum Wasser war einfach zu weit. Verdammt, Mutter! Wir müssen nicht dorthin. Mutter! Ach, John! Schönheit schützt vor Schaden. Komm, lauf noch mal! Mein Kind, wir konnten wirklich nichts mehr machen. Hier, trink. Das wird dir gut tun. Gut. Hätte ich nur auf sie gehört. Von nun an kann mein Name nur noch Unglück sein. Um dich in Selbstmitleid zu ergehen? Ich bin schuld, dass sie tot sind. Was ist, wenn sie leben? Wie sollten sie? Gebrauche deinen Verstand. Niemand hat gesehen, was ihnen zugestoßen ist. Hoffnung bleibt, bis du Gewissheit hast. Sei fest im Glauben. Such sie. Du hast sie einsperren lassen? Was blieb mir anderes übrig? Das lasse ich nicht zu! Junge, nun komm doch zur Vernunft. Du, ihnen wird Grausames widerfahren, wenn du dich nicht beugst. Das Wetter, keine Frage. Ihr seid zu weit gegangen. Ich dachte nur an euer Bestes. Apropos, nun da die dumme Bauernmarkt Geschichte ist, könnten wir uns in Ruhe über Prinzessin Cilly beraten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich... Raus! Majestät! Aus meinen Augen! Was mache ich nur? Was soll ich tun? Na, am besten nichts, was sieben schön gefährdet. Aber ich muss ihr doch helfen! Ich
könnte sie für euch suchen. Nein, nein. Zu gefährlich. Ein Speer. Schick heimlich einen Speer los. Hey, wo willst du hin, Mädchen? Was heißt hier? Mädchen? Ja, du gehst wie eins. Hey, pack dich! Mildiger. Junge Mann. Schenkst du mir noch was ein? Danke. Was willst du, Junge? Ich suche Arbeit. Wer tut das nicht? Obwohl, so wenn es nach mir ginge, könntest du natürlich sofort hier anfangen. Aber ich fürchte leider, dass... Soll ich denn hinten? Ich will hier bleiben, verdammt! Du scheinst Glück zu haben. Ist gerade was frei geworden. Majestät. Ein neuer Diener? Jawohl, Majestät. Wie heißt du? Unglück. Unglück? Der Name sollte meiner sein. Bist du sicher, dass diese Viecher helfen? Wohl eher nicht. Verzeiht. In 2-3 Wochen wird Ihr Schleim euch sicher Linderung verschaffen, Majestät. In 2-3 Wochen erst? Nimm sie weg. Nicht du. Du. Na los, mach schon. Der Herr Baron? Oh. Hast du sieben schön gesehen? Ich möchte dem armen Kinde beistehen. Dir auch, wenn du sie findest. Das werde ich. Was nützt euch sieben schön? Ihr werdet die Prinzessin heiraten. Das ist nicht aller Tage Abend, mein lieber Rutger. Der arme Prinz. Jetzt darf er sieben schön nie wiedersehen, sonst geht's ihren Eltern an den Kragen. Sie leben? Ja, wieso? Kennst du sie? Ich? Nein, ich. Ich habe mich nur gefragt, wo hat man sie wohl hingebracht? Ja, das weiß nur der König. Und dieser Baron, vermutlich. Die hatte es schon in sich. Sieben schön, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Da hätte ich auch nicht Nein gesagt. Irgendwie schon zugeben. Nur ein Bett? Ja, keine Angst, ich mache mich nicht breit. Ich hoffe nur, du schnarchst nicht so. Und was mit dir? Mir fröstelt, ich bleibe lieber angezogen. Für 1000 Golddukaten soll ich meinen Sohn hergeben? 2000, meinte ich.
wird mit mir kein Wort mehr reden. Wenn er erst vermählt ist, stellt sich die Liebe von alleine ein. Er wird euch ewig dankbar sein. Woher wollt ihr das wissen? Verzeiht. Nun? Nun ja. Eins weiß ich doch gewiss. Kaltes Wasser ist Gift für jeden Rücken. Was sagt ihr da? Unser Land ist weit bekannt für seine heißen Quellen. Nichts Besseres gäbe es für euch. Raus. Aber mir aus den Augen! Und lasst dich nie mehr blicken. Sehr wohl, euer Majestätskanzler wünscht. Zudem würde König Johann euch als Zeichen seiner Wertschätzung einen seiner berühmten Springbrunnen bauen lassen. Der Speer sagt, kein Mensch hat sie gesehen. Nichts kann euch größeren Glanz verleihen. Wo ist sie nur? Ach, Unglück! Das ist der neue Diener eures Vaters. Majestät? Nein, nein, bitte. Nicht doch. Sag mal, kenne ich dich? Sind wir uns schon mal begegnet? Bestimmt nicht, Eure Hoheit. Du erinnerst mich an jemanden. Ich muss. Und Glückwunsch. Wozu? Euer Vater denkt daran, euch zu vermählen. Was? Prinzessin Cilly heißt die Glückliche. Ah, hat die nicht so einen kleinen... Ganz gleich, wer es ist. Meine Liebe gilt nur einer. Der Baron hat eurem Vater Gesundheit versprochen und einen Springbrunnen noch dazu. Für einen Springbrunnen möchte er mich verschachern? Den kann ich ihm dreimal bauen. Und ich wüsste einen, der seinem Rücken helfen könnte. Nun beeil dich, Siebenschill, mein Kind. Bald schließen sie die Burgtore. Vielen Dank. Fürchte dich nicht, aber sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Unglück. Eure Majestät. Komm, hilf mir auf. Ganz wie ihr wünscht. Doch könnte ich euch und eurem Rücken noch viel besser helfen. Was glaubst du, wer du bist? Medikus? Was habt ihr zu verlieren?
gut. Was hast du da? Geht. Willst du mich vergiften? Sie stinkt nicht nur, sie brennt auch. Der Schmerz bin ich gewohnt. Also wenn sie nicht wirkt, dann gnadet ihr Gott. Oh, hier. Wer seid ihr? Ich, Unglück. Was hast du hier zu suchen? Ich konnte nicht schlafen und da dachte ich, ich wollte den Brunnen sehen. Das ist kein Brunnen. Das ist etwas Besseres. Ein Fass gefüllt mit Wasser. Richtig, weiter. Eine Pumpe. Weiter. Ein Schlauch. Weiter. Ein Wagen, der Wasser spritzt. Und welche Funktion könnte dieser Wagen haben? Feuer löschen. Woher weißt du das? Wieso bist du so klug? Ich habe es nur geraten. Majestät? Majestät? Weg! Sie sind weg? Die Schmerzen sind weg! Einfach weg! Futsch! Von nun an sollst du Glück heißen. Wie kann ich dir danken? Wünsch dir, was du willst. Ich kenne da ein Mädchen. Ihre Eltern wurden eingesperrt, sie wüsste gerne wo. Aha. Und wie ist der Name? Siebenschön. Du kennst sie? Nur entfernt. Das sollte auch so bleiben. Wünsch dir was anderes. Vater, dürfte ich euch etwas zeigen? Und was soll's denn sein? Etwas, das euch Glanz und Ehre verleihen könnte. Aha, ein Buch vielleicht? Schaut es euch an. Das ist mein Wunsch. Bitte, meine Mädchen. Na, wo willst du hin? Ich habe eine äußerst wichtige Nachricht für den Baron von der Zuwildung. Ach, schau mal. Das Wasser wird also hinausgepumpt, Willi, jetzt. Und durch den Druck gelangt es selbst bis zum Dach. Davon soll in jedem Dorf einer stehen. So könnte geholfen werden, wenn es brennt. Wäre dies nicht eine wesentlich nützlichere Fontäne als die eines Springbrunnens? Also, die Idee ist gar nicht so schlecht. Wie meine rollende Gehhilfe, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Ich bin der Prinz. Ich muss regieren. Das habe ich nun verstanden. Mein Junge, so gefällst du mir. Könntet ihr im Gegenzug vielleicht meine Heirat neu überdenken? Hm?
So, könnte ich das. Es gibt interessante Neuigkeiten. Siebenschön versteckt sich hier irgendwo auf der Burg. Siebenschön. Was fällt dir ein, mich so zu täuschen? Ich wusste das nicht. All die schönen Worte. Lug und Betrug. Wo ist sie? Ich werde sie suchen. Du bleibst hier. Wachen! Willi. Zwei Mann zu mir, Männer! Wir müssen sie vor den anderen finden. Unbedingt. Du da lang, ich da lang. Hier ist sie nicht! Das Mädchen ist eine harte Nuss, härter als ich dachte. Ich werde euch die Zähne an ihr ausbeißen. Ich habe noch jede Nuss geknackt. Ich bin tot! Ich muss hinaus. Hinaus kommt keiner mehr. Es ist dringend. Was kann so dringend sein? Ich brauche frische Kräuter für das Königsrückensalbe. Nur Nonnen und Mönche verstehen sich darauf. Und mein Vater. Und nun muss ich... Du kommst mir so überaus bekannt vor. Auch ich kenne ihn. Diese Nase und diese Augen. Unglück. Da bist du ja. Der König verlangt nach dir. Mach zu. Eure Majestät! Du Hornochse! Majestät! Du bist also Siebenschön. Das ist sie nicht. Ein Missverständnis, Eure Majestät. Eine andere haben wir nicht gefunden, Eure Majestät. So, lasst mich gehen. Ja. In den Kerker mit ihr. Warum? So, helft mir doch. Führt den Befehl des Königs aus. Nein! Ihr habt nach mir gerufen, Majestät. Ja. Mein Sohn wird Prinzessin Cili heiraten. Bereitet alles für die Reise vor. Das wird er nicht. Das wird er wohl. Sonst wird es sieben schön schlecht ergehen. Wo immer sie auch ist. Holt uns noch zwei Pferde! Nun, da euer Siebenschönchen nicht zu finden ist, habt ihr die Wette wohl verloren? Immerhin bleibt mir Cili erspart. Ich nehme die königliche Kutsche. Hoheit? Los! Sie sind schon da. Vater! Der Weg über den Berg ist zu beschwerlich für die Kutsche.
Wir sollten ihn umfahren. Dann verlieren wir Zeit. Fast einen halben Tag. Der Zeitgewinn wiegt das Risiko nicht auf. Geht's hier ums Können oder Wollen? Mein Rücken verträgt keine Verzögerung. Los! Und los! Wollt ihr Hilfe oder nicht? Wie lange dauert das denn noch, die Kutsche wieder klar zu kriegen? Der Prinz ist verletzt. Was ist denn geschehen? Die Kutsche, die ist rot abzustürzen. Konnte er gerade noch so ran und also der ganze Arm ist hoch. Das nenne ich Einsatz, bravo. Ich helfe ihm. Darf ich? Los! An der Kutsche vorne. Unten! Wartet! Tut mir leid. Ist so schlimm. Geht's? Sieben schön. Ich weiß, dass du es bist. Ich hab dich so vermisst. Wir dürfen uns nicht sehen. Sie haben uns in der Hand. Es wird schon einen Weg geben. Es muss einen geben. Sieh an. Nun weiß ich wieder, woher ich dich kenne. Darf ich vorstellen? Sieben schön. Kann gar nicht sein. Er ist doch mein... Sie, Majestät. Unglück. Ich habe dir vertraut. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht täuschen. Hört. Es ging mir nur um meine Eltern. Das glaubt ihr selig. Das ist die Wahrheit. Ich wusste bis eben selbst nicht, dass sie es ist. Du machst es mir nicht leicht. Bitte verschont sie. Bestraft mich dafür. Des Königs Wort muss zählen. Wer glaubt sonst noch dran? So leid mir es tut. Sperrt sie zu ihren Eltern in den Kerker. Nein! Was mit mir geschieht, ist mir gleich. Doch verschont meine Eltern. Sie haben nichts getan. Schafft sie weg! Bitte nicht. Bitte! Wartet! Dies Mädchen hier hat schwer gesündigt. Mit Recht gehört sie in den Kerker. Doch sagt mir mein Herz, dass in ihr drin, wenngleich auch tief verborgen, ein guter Kern stecken muss. Sie rührt mich an auf ihre Weise.
Darum wäre ich bereit, ihr Leben und das ihrer Eltern zu retten. Und sie zurückzuführen auf den Pfad der Tugend. Ihr wollt sie heiraten? Heiraten. Nun ja. So viel Großmut hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Das könnt ihr nicht zulassen, Vater! Wahre Liebe lässt sich nicht verhindern. Und auch nicht erzwingen! Du bist still. Ich werde nie werden wie ihr. Die Hochzeit ist beschlossen. Ich hasse euch. Lass ihre Eltern holen und bereitet alles vor. Der Herr Baron, ein Ehemann. Wer hätte das gedacht? Was zählt da schon, was wer gedacht hätte? Die Wette jedenfalls habe ich gewonnen. Was euren Wetteinsatz betrifft, lasse ich mir noch was ganz Spezielles einfallen. Schönes Wetter. Mhm. Wie war die Reise? Mhm. Ein Törtchen? Nein, danke. Welches Buch habt ihr zuletzt gelesen? Buch? Die neuesten Journale aus Paris habe ich studiert. Wollt ihr sie sehen? Ich besitze ein wunderschönes Schränkchen. Wie interessant. Vor einiger Zeit verlor ich aber den Schlüssel. Daraufhin fertigte man mir einen neuen. Bald darauf fand ich aber den alten wieder. Und nun frage ich euch, Prinzessin, für welchen Schlüssel soll ich mich entscheiden? Das Alte soll man in Ehren halten und über das Neue nicht vergessen. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch über meine wahren Gefühle unterrichten. Aber was soll ich denn tun, Prinz Arthur? Ich kann nichts machen. Die haben sich nun mal in den Kopf gesetzt, um zu vermählen. Da ist für wahre Gefühle kein Platz mehr. Genoveva. Mein liebes Kind.
wollte es doch nicht versäumen, dir am wichtigsten Tag deines Lebens Glück zu wünschen. Glück? Mein Leben ist verwirkt. Für immer. Nun. Sein Glück bekommt man nicht geschenkt. Doch wenn es einmal da ist, dann... dann sollte man versuchen, es festzuhalten. Oder man nimmt es selbst in die Hand. Im Namen Gottes wollt ihr die hier anwesenden Damen, Prinzessin Cili und Siebenschön, als eure Gemahlin annehmen und versprechen, sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet, dann antwortet mit Ja. 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 Nehmt ihr euren Bräutigam, Prinz Arthur und Baron von und zu Wildungen, als euren Gemahl an, wollt ihr versprechen, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet, dann antwortet mit Ja. 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 Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ihr werdet einen neuen Hof bekommen. Und Vater wird dafür Sorge tragen, dass er nie wieder brennt. Nicht wahr? So soll's wohl sein. Ja, und für meinen Rücken... Er wird euch nicht mehr länger plagen.